Willkommen zurück bei den Iren und Taika H. Wir haben heute den 29. Spieltag und das bedeutet, es sind da noch 5 Spiele zu spielen. Und wenn wir das heute gewinnen, haben wir 12 Punkte Vorsprung. Was bedeutet, wir haben theoretisch schon fast die Meisterschaft, auch nur theoretisch, denn erst ab dem 30. oder 31. Spieltag können wir da dann safe sein. Von daher, heute geht's gegen den VfL Aalen. Der Selke ist zurück, Werner Gassi hier vorne drin. Wir spielen so ziemlich mit der besten Mannschaft, die wir mit UCD AFC hier auf den Platz stellen können. Es geht um alles oder nichts. Full Power Fußball. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, komm, einschießen wir. Und zwar voll vorbei. Oh, schade. Naja. Tai. Und die Iren sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Und heute ist eines der Spiele, wo man sagen kann, wenn man das gewinnt, sind wir so gut wie durch. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Jungs hier tierisch abgehen werden. Von daher denke ich, dass wir da die Meisterschaft fast safe haben werden. Oh, da wurde Selke umgehauen. Und jetzt geht der Ball direkt weiter auf Selke, aber da ist jemand dazwischen. Fake jetzt am Ball. Jetzt haben wir Selke, der den Ball zurückerobert. Fast den Ball nochmal verloren. Da wollte ich doch abspielen. Warum spielt er nicht ab? Weil er bedrängt wird, ne? Nur deshalb. Oh, in den Rücken von Timo Werner. Schade drum. Aber, oh, Benson richtig stark. Und zieht jetzt einfach mal ab. Aber das Ding landet sonst wo. Irgendwo in Nirvana. Ja, Timo Werner. Unser super Jung. Gibt alles, um einfach da vorne mitspielen zu können. Kann vielleicht Torschützenkönig werden. Da schauen wir mal, wie das dann ablaufen wird. Boah, schön von Garcia gesehen. Und nochmal schön rausgeholt. Hat er hier den Freistoß rausgeholt und eine gelbe Karte für VfR Aalen. Ja. So muss das, Jungs, richtig stark. Jetzt gucken wir mal, hier steht einer vorne frei. Aber Aalen wird auch defensiv spielen. Boah, schön durchgesteckt. Und Selke mit dem 1:0, was für ein Spielzug. Super schön von Selke. Einfach mal das Ding reingezimmert mit dem Kopf. Wunderschön, 1:0 jetzt vorne, so muss das laufen. Ein Schritt näher an der Meisterschaft. Irgendwo ist der Regenbogen auch. 11 Tore in der zweiten Bundesliga. Also Selke macht sich auch wieder. Ist er kaum von Anfang an dabei, zeigt aber wieder, warum er ja auch der Top-Stürmer ist hier bei UCD AFC. Und da kriegt er schon wieder einen Ball. Spielt jetzt raus auf Benson. Oh, der aber hier den dummen Ball verliert. Vertändelt dann den Ball einfach mal vorne drin. Das darf nicht passieren, jetzt muss er wieder schnell zurück. Kavanagh einfach stark. Oh, liegt den Ball sich zu weit vor. Aber ja, Selke muss jetzt erstmal ein bisschen warten auf sein Team, damit es aufrückt. Boah, was macht der denn, Jungs? Heute sind echt die Pässe nicht so gut. Timo Werner läuft den Ball ab, kriegt wieder einen Ball. Schönes One-Touch-Fußball hier. Wunderschön von meinen Jungs. Und Han Kung-Yang, oh, die Schüsse muss ich echt noch ein bisschen üben. Die sind noch nicht so gut, so Fanschüsse. Und die Jungs haben es halt auch nicht so drauf mit Fanschüssen. So ist es halt, die guten Jungs. UCD, AFC auf dem Weg hier. Und ich glaube, ich muss echt wieder mal noch ein bisschen was an der Grafik machen. Ich habe mich mal auf 30 FPS begrenzt, was auch nicht so gut ist hier. Merke ich gerade. So, ja, Freistoß. Was zum Teufel? Ja, Freistoß, okay. Ich habe schon gedacht, warum ich nicht mehr wechseln kann. Kurzpass und jetzt hier schön Crow am Ball. Kein Abseits von Douglas. Und Werner staubt hier ab. 2:0. Was macht denn die VfR Aalen-Abwehr da? Unglaublich. 2:0 Timo Werner. Was ein schönes Ding einfach nur. Unglaublich schön, unglaublich gut. Ja, gucken wir uns nochmal an. Also die Entstehung ist ja kurios. Tormann wehrt ab und Werner steht halt einfach hinten dran. 18 Tore jetzt in der zweiten Bundesliga. Also wenn dem jemand noch die Torschützenkrone hier abluchsen will, muss es sich dann ganz schön anstrengen. Jetzt haben wir Weizmüller am Ball. Wird hier bedrängt von Selke, der jetzt versucht hier den Ball noch zu bekommen. Also Aalen jetzt unter Druck, 2:0 hinten. Na, schade, kriege ich den Ball nicht. Ah, doch, schön von Benson. Schön gesehen von Selke. Da ist da vorne drin halt eine Mauer. Boah, was macht Benson da? Sehr schön.
Oh, Benson. Und. Wie hat er das Ding denn reingemacht? Oh mein Gott, da drückt er sich einfach durch. Und da fast ein Eigentor, ne? Und dann steht er doch nochmal richtig. Robert Benson, 3 Tore in der zweiten Bundesliga. Seit wann darf der denn wieder Tore schießen? Also Ahlen ganz schlecht da. Also da merkt man, die sind unter Druck. Da läuft es gerade 3-0 nach 24 Minuten. Also das ist ja mal, ne, ein ganz anderes Spiel wie zuvor gegen die anderen Jungs. Die anderen Spiele waren ja jetzt in letzter Zeit auch mal wieder nicht so pralle. Aber es läuft wieder. Also zur Meisterschaft sind meine Jungs bereit und können kämpfen. Schön gesehen. Spielen wir kurz mal an. Jetzt auf Young, der sich gut durchsetzt und irgendwie den Ball noch behauptet. Benson. Oh, schöner Schuss, aber leider drüber. Also ich weiß nicht, was mit Ahlen los ist, aber die Jungs, die sind ja, die schwimmen ja richtig. Jungs, es regnet nicht mal, ne? Packt mal die Schwimmflügel weg. Ist sehr schlimm. Ah, da steht Hankook Young, zu spät gesehen. Selke. Boah, schön von Weizmüller hier den Selke abgedrängt. Boah, was mache ich denn? Mich durchsetzen irgendwie. irgendwie komme ich. Also, die schwimmen da hinten, als ob es hier regnen würde. Und alles unter, ja, Wasser stehen. Ah, oh, schön. Und jetzt nochmal auf Selke. Oh, jetzt liegt er sich zu weit vor. Junglass ist jetzt am Ball. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich außen zumachen. Also Ahlen ganz, ganz schlecht hier im Moment in das Spiel reingekommen. Es steht 3-0 für UCD AFC. Und die schwimmen hier wie noch Apps. So, rauf für Hankook Young. Und jetzt auf nicht Selke. Schade, sondern auf einen Gegenspieler Heizmann. Aber Selke hier richtig stark, wie er sich hier durchsetzt. Oh, gefährliche Flanke, aber ja, Eckball. Ja, also wir drücken die da echt gut hinten rein. Garcia jetzt kurz auf Selke. Boah, so gefährlich, also Ahlen. Ich weiß nicht, was mit Ahlen los ist, aber die Jungs, die machen gerade gar nichts. Also da komme ich frei zum Kopfball, irgendwie tändel ich mich durch die Abwehr durch. Also es ist echt unglaublich, wie schlecht gerade Ahlen ist. Kann ich mir auch gar nicht erklären. Es ist echt, manchmal da laufen Spiele und manchmal da laufen sie halt nicht, und gerade läuft's. Wie auf der Autobahn, straightforward. Boah, schön von Timo Werner. Ja, da habe ich den Ball so gesehen. Der ist nicht im Abseits, der ist nicht im Abseits. Boah, Timo Werner, schade, schöner Schuss. Da muss ich aufpassen, wenn ich den erwische. Duckfuß. Hört sich an wie ein Entenfuß, das ist echt. Duckfoot. Ah, da kommt er nicht dran, schade. Aber den kriege ich. Oh, was für ein Pass, was für ein schlechter Pass von Selke gerade. Aber gut, ist halt auch eigentlich Stürmer. Duckfuß. Versucht jetzt hier draußen durchzudrecken gegen Crow, aber Crow passt auf. Und kriegt es faul. Also der Schiri ist selbst komisch heute. Also als ob ich hier einfach mal einen Lauf hätte. So kann es halt auch mal gehen. 3-0 in der ersten Halbzeit. Also ob da die Jungs nochmal drankommen von Ahlen. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall läuft's. Es läuft, wie es läuft, und es läuft gut. Boah, schön von Crow. Aber schlecht von Selke und schlecht von Crow dieses Abspiel gerade. Ah, schade, habe ich gedacht, er geht in die andere Richtung. Ah, schön von Werner, aber ins Aus. Davi, Selke. Also diese Lions sind echt bombastisch. Oh, schön, Einwurf. Oh, warum zu dem? Da habe ich doch gar nicht mal hingeaimt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen.
Komm, Werner, lauf. Schön gesehen von Selke. Gute Flanke. Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Achtung! Jawohl, der Crow. Oh. Ja, da regt sich Werner auf, dass er einen Ball nicht bekommt. Ja, 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 Jungs. Meisterschaft. Ole, ole, komm schon. Komm schon. Meisterschaft ist nicht weit. Oh, da liegt einer in der Mitte. Muss ich dann halt mal gucken. Gut aufgepasst vom Ahlenspieler. Jetzt machen sie schon ein bisschen mehr Druck. Wer ist denn das? Hankook Young. Da habe ich ja keine Lust drauf, dass der sich verletzt. Er spielt so gut, seitdem ich ihn geholt habe. Das war auch noch einer, der nichts gekostet hat. Außer Gehalt. Ja gut, dann wechsle ich ihn jetzt, glaube ich, aus. Wenn der sich schon verletzt hat, dann werden wir jetzt mal durchrotieren. Creevy kommt rein. Benson spielt... Nein, nicht Werner. Benson, mein Junge. Was ist denn heute los? So, Creevy dahin. Garcia spielt weiter so. Hankook Young verletzungsbedingt. Nicht, dass, dass es noch schlimmer wird. Einfach mal raus mit dem. Schöne Flanke. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Oh, Ahlen echt hinten drin so anfällig. Oh, jetzt wollte ich hier die Jungs ausspielen. Was macht Werner? Die falsche Bewegung gerade noch. Oh, das war schön vom Ahlen-Spieler. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt geht's hier über Kufus Aye. Kufusu Aye. Ja, immer manchmal Namen, ey. Manche Namen, da denke ich mir, what the fuck, wer hat denn euch den gegeben? Es sind echt manchmal Dinge dabei, was war das? Da denkt man, jo, alles klar, wie soll ich das jetzt denn aussprechen? So wie Duckfuß, ja? Duckfuß oder Duckvor? Keine Ahnung. Franzose? Ja, keine Ahnung. Schönes Sepa. Ja, krass einfach nur. Gut, manches kann man sich auch nicht erklären, weil man einfach in der falschen Kultur groß geworden ist und die Namen natürlich entsprechend ungewohnt klingen oder aussehen. Ufosu. Ufosu, nicht Kufosu. Okay. Obwohl Kufosu auch ganz lustig wäre. Ja, faul. Dann gehen wir jetzt aber nicht, sonst machen die ja noch einen. Ja, sonst wird es hier doch vielleicht nochmal irgendwann hier den Freistoß reinknallen. Schön von Benson, aber. Uah, was ist denn das? O'Donnell! Was anderes sie da? Jetzt schwimme ich ein bisschen, ne, Jungs? Nicht ausruhen. Steht doch erst 3-0. Also nicht ausruhen, Jungs. Das kann es nicht sein. Komm, Werner, lauf. Mehrere freie Mitspieler in der Mitte. Oh, Schiri, faul. Auf den Fuß dazwischen bekommen, ey. Ja, gelbe Karte, so schaut's aus. Ich kann immer noch nicht, also diesen einen Trick in FIFA 16, den ich kenne und mittlerweile echt ganz gut kann, den kriege ich hier halt nicht hin. Boah, das sollte eigentlich aufs kurze Eck kommen, warum auch immer der aufs lange Eck fliegt. Egal. Ja, wir wechseln dann demnächst wieder. Komm, Selke, truff auf den. Pressing. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung. Das muss man so deutlich aussprechen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Boah, Selke. Irgendwie durchgedrückt mal wieder. Also echt, die Abwehr von Ahlen schwimmt so dermaßen. Ich glaube, ich bin mir irgendwo im Schwimmbad hier. Freibad incoming. Krass. Also das Ding hier will ich schießen. Da kriegt er mich halt dazwischen. Und dann ist er irgendwie trotzdem noch am Ball. Und putz, einfach reinge... Ja. Gestupst im Endeffekt. Ja, das ist echt krasses Spiel gerade. Also ich kann mir nicht erklären, warum das so ist, dass Ahlen so schlecht in Abwehr ist. Oh, ja, dann lassen wir den mal den Ball. Keine Lust auf Unterbrechung jetzt. Ach was, Schiri. Ach was. Lass doch laufen. 4-0. 5-0 ist schöner. Mulholl darf hier hin. Selke bleibt, wenn er auch. Oh, Benson ist ziemlich kaputt. Da tun wir mal den Coin rein. Ich bin ja mal auf den Schiri gespannt. Dann spielen wir jetzt mal mit dem LV als ZDM. Kann auch mal funktionieren. Aber es ist bei dem Spielstand ja auch egal. Ja, bei 4-0 vorne, da kann man auch mal sowas machen. Einfach mal irgendwelche Jungs bringen, die eh schon nicht so oft spielen. Ben Mohammed hätte ich auch bringen können, wenn er dabei wäre. Aber der ist einfach, also Ben Mohammed ist ja nicht schlecht, ja, das will ich ja nicht behaupten, aber trotzdem, es ist halt einfach, wenn ich den, meinen Kader angucke, halt trotzdem ein ganz anderer Spieler. Boah, Werner hat halt schon einen Schuss, ne?
Werner hat halt schon einen Schuss. Mockenhaupt kommt für Bart. So ein Bart hat er. Ist ja auch November, ne? Auf Jungs. Ja, Werner, das muss deiner sein. Komm, jetzt aber zustellen. Schön, Langtree. Gut, den Werner unterstützt. Der auch defensiv gut mitarbeitet, ab und zu nicht immer. Aber oh, jetzt aber hier mal im Mittelfeld den Ball geholt. Und selbstlos den Ball abgespielt auf Garcia. Was war denn das, Garcia? Ernsthaft? Oh man! Don't do that! Ja, irgendwie kommt der Ball halt zu creepy. Oh, zu viel Getrickserei jetzt. Aber bei 4-0 darf man ja auch mal ein bisschen das ausprobieren. Ach, komm. Komm. Mein Ball. Ach, schade. Komm, O'Donnell will zu 0 spielen heute. Ah, gib mir den Ball. Ah, schade. Boah, Coin jetzt hier. Komm, Selke, lauf mit. Ja, lauf, Selke, komm. Den kriegst du auch. Ja, 5-0. Selke! Da, wie, Selke. Fußball, Gott. Also ich mag den Spieler echt auch so, ne? Hier, in FIFA ist er echt gut. In der zweiten Bundesliga richtig gut. Und ja, das könnte echt einer auch für Deutschland werden. Auch im Real Life. Auch wenn er bei RB zockt und keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch nicht so der, wie soll ich sagen, Traditionalist. Ich mag Fußball, ja. Und mir ist es eigentlich ziemlich egal, wer wie wo was macht, was Dinge angeht. Kommerz oder nicht Kommerz, mein Gott, schau dir Bayern an, schau dir Dortmund, das ist ja nur noch Kommerz. Also Tradition hin und her. Deshalb, ich verstehe das nicht. Ist halt Fußballgeschäft. Oh, den lasse ich gewähren. Ist halt Fußballgeschäft, das heißt nicht umsonst so. Deshalb, ich schaue gerne Fußball, ich habe gerne gute Spieler, ich habe gerne junge Spieler auch, die richtig was zeigen. Ja, guck dir Sané an. Richtig gut, richtig schön. Solche Spieler sind halt echt cool, auch wenn ich manchmal Angst habe, dass die Jungs dann überdrehen und dann sich zu viel auf einmal zutrauen. Boah, schön von Werner. Oh, spiel halt den Ball jetzt ab. Wollte ich eigentlich auch erstmal nach den stehen lassen, nach rechts ziehen und dann vorbei. Egal. Ja, Werner könnte es auch noch eins schießen, aber da hast du ja schon eins gemacht, das Spiel. Reicht. 5-0, ja. Schönes Ding. Selke, ne, Matchwinner hier. So wie es ausschaut, weil der erste Spieler, ja, Davy Selke mit einer 9,7. Wow. Unglaublich aber wahr. Das war jetzt das Spiel gegen VfR Aalen. Wir haben es einfach mal 5-0 weggerockt. 5-0. Und das in einem der Spiele, wo es echt langsam Richtung Meisterschaft geht. Die haben echt Eier, meine Jungs. Gucken wir uns mal den Christicic an. Da kommt man mal. Nee, das Roku Masipa, aber ist okay. Da können wir uns mal. Vielleicht haben wir ja nächste Saison ein bisschen mehr Kohle. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dann dieses weitermachen werde oder FIFA 16 dann mal demnächst auf meinen YouTube-Kanal wieder mal hauen werde, weil ich glaube, ihr habt auch mehr Interesse dran, dass mal 16 läuft. Die Saison mit, wer ist denn das? Aqua. Ja, der ist von Hoffenheim, den finde ich halt wieder richtig stark eigentlich. Ja, deshalb, ich glaube, die Saison mit UCD AFC war jetzt echt witzig und ich weiß noch nicht, wie ich es dann in FIFA 16 tun werde. Da schaue ich dann noch, ob ich da irgendwas finde, was mir dann richtig Laune macht. Den nehme ich nicht mit. Ich will auf jeden Fall noch die Transfers angucken dann im Winter. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Kohle und kann einfach mal noch was kaufen. Vielleicht habe ich dann Lust, irgendwann mal dann das auch weiterzuführen mit 15. Da schauen wir dann mal danach. Isak Kofi. Nö. Aber im Moment zählt erstmal nur die Meisterschaft und die will ich mir holen auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga, weil Gott, dann wäre ich in der ersten Bundesliga mit dieser Mannschaft. Wäre schon mal interessant, ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann müsst ihr einfach mehr schauen, mehr Bock drauf haben und einfach mir zeigen, dass ihr dieses Format auch liebt. Entsprechend könnt ihr dann mal ein paar Likes da lassen, Abos herziehen, ja? Wenn ihr Bock auf FIFA 15 Karriere habt, einfach mal, oh, warte mal, da war eigentlich nicht so schlecht. Ja, komm, für das Geld
ist das okay. Ja, also einfach mal ein Like da lassen, einfach mal schauen. Ja, wenn ihr einfach das Format haben wollt und sehen wollt, wie die Iren in der ersten Bundesliga spielen. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt noch von den Abstiegsplätzen irgendwie wegkomme. Ja, Corbett, ich weiß. Ich weiß. Dann müsst ihr mir einfach ein paar Likes da lassen, einfach mal ein paar Nachrichten schicken und mir zeigen, dass ihr Bock drauf habt, weil ich hab Bock auf alles Mögliche und ich richte mich da ein bisschen nach euch. Von dem her schauen wir einfach mal, wie es dann läuft. So, jetzt müssen wir nochmal hier reinchecken. Esteban Pavez. Colo. Ja, kann man mal auf die Wunschliste setzen, auch wenn die Leute alle sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht das ist, was ich mir leisten kann, leider. Nee, der ist dann schon wieder zu schlecht für das Geld. Kroke. Emanuel Kroke. Für das Geld. Ja, der geht dann schon wieder. Ist halt ein ZOM. Ich bin eigentlich nicht so der ZOM-Spieler mit den Jungs, weil ich bis hinten die Sicherheit brauche und dann von hinten aus spiele. Ja, den kann man auch mal draufsetzen. Also für 500 irgendwas, wenn ich das nächste Saison vielleicht mal eine Million hätte, dann könnte ich mir sowas holen. Aber natürlich stehen Savi Selke und Timo Werner ganz oben auf meiner Wunschliste. Michael Rios. 66er für das Gehalt. Kann man mal, ja, schauen. Und aktuelles aus Italien. Pogba, natürlich kaufe ich mir Pogba. Der ist auch gar nicht teuer, ne? Hamburger SV. Hamsic ist auch nicht so teuer, ne? Nein. Gut, das scouten wir jetzt ein bisschen. Das ist eh dann, das finde ich schade in FIFA 15, dass man da echt nicht die Scouting-Gerichte mitnehmen kann. Weil im Endeffekt, was verändert sich? Nicht viel. Ja, Selke ist halt ziemlich kaputt. Wir spielen gegen Braunschweig. Gegen die habe ich mir schon immer schwer getan. Ja, dann muss ich, ja, Selke, da spielt dann Simon vorne drin. Garcia bleibt hier. Werner, ja, Werner darf auch mal eins aussetzen. Ich habe halt nur Ben Mohammed. Ach komm, den lassen wir mal spielen. Wir machen mal ein bisschen Rotation heute. Rotation, Jungs. Rotation. Crow. Ich finde ja Creevy immer stark und Crow auch, aber einer von beiden muss halt heute spielen. Hankook darf spielen. Ryan spielt heute. Was haben wir denn noch an IV? Ach, Hane darf auch mal. Komm. Wir sind heute nicht so. Heute darf mal die zweite Mannschaft ran. Coin, LV. Coin? Echt? Dann halt so. Und Corbett darf mal wieder. Wenn er schon so rumschreit, dass er spielen will, dann darf er heute mal spielen. Er hat jetzt natürlich nicht die beste Abwehr vor sich stehen. Von daher wünsche ich dem Jungen mal viel Glück. Wird interessant gegen Braunschweig. Wie gesagt, ich rotiere heute mal ein bisschen mehr. Und ja, beim nächsten Mal seht ihr dann, wie die Rotation so läuft. Wir haben 12. Naja, warte mal. Das sind 3. Ja, 12 Punkte Vorsprung. Wir sind am 30. Spieltag. Wenn wir das gewinnen, werden wir immer noch 12 Punkte Vorsprung haben. Außer Düsseldorf macht irgendwelchen Blödsinn. Ja. Also aufsteigen werden wir wahrscheinlich, 13 Punkte. Es sind noch 5 Spiele. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Pünktchen holen, bevor wir da ganz safe sind. Aber schaut gut aus. Von daher, schaut mal beim Regenbogen vorbei, denn die Iren sind da bestimmt auf dem Weg zur Meisterschaft und kommen demnächst vielleicht auch an und finden dann am Ende des Regenbogens natürlich das, was wir alle uns wünschen, und zwar den Pokal und die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga. Beim Pokal sind wir ja auch noch dabei, wenn ihr es noch nicht vergessen habt. Wir haben ja Bayern und Mönchengladbach rausgehauen. Da ist der nächste Termin bestimmt auch bald anstehend. Deshalb von daher wünsche ich euch erst einmal viel Spaß. Zweite Bundesliga, die Iren, UCD, AFC. Meine Dublin-Jungs freuen sich auch auf das nächste Mal, wenn ihr wieder zuschaut. Bis dann, euer Teig.